So, heute gibt es erstmal kein Tutorial von mir, sondern ich möchte euch einfach nochmal sagen, dass die mit dem Grundgerüst des Servers und was da eigentlich an Standard-Plugins raus soll, sind wir erstmal soweit eigentlich durch. Deswegen bereite ich den Server gleich nochmal so vor. Und halt die Plugins schreibe ich euch nochmal was auf Deutsch rein, wie ihr das konfigurieren müsst und so. Und dann werde ich den Serverordner gleich so einfach hochladen, dass ihr den runterladen könnt und dann einfach gleich so durchstarten könnt, falls ihr was nicht verstanden habt oder so. Oder einfach nochmal, um nachzugucken, ob ihr alles richtig habt. Und ja, das heißt aber nicht, dass ich jetzt gar keine Videos mehr über Plugins oder so machen werde. Denn es gibt schon noch einige Plugins, die man immer nochmal gebrauchen könnte. Zum Beispiel wie jetzt Logblock oder. Lass mir die richtig schreiben hier. Oder zum Beispiel MyWarp, My Home, um zum Beispiel einfach Sachen, die einem halt das Führen des Servers erleichtern, die einem halt. Und sowas möchte ich euch dann noch in der nächsten Zeit auch noch erklären. Aber erstmal, damit ihr jetzt einen Server habt und das ist halt das, was man auf das sollte auf jedem Server dann halt immer vorhanden sein. Das andere ist dann immer mehr so Zusatz. Zum Beispiel Logblock braucht man einfach nur, wenn man mehrere Spieler hat und um halt zum Beispiel die Spieler zu überwachen. Zum Beispiel hier kann man jetzt sehen, oder mit dem Block in-game kann man dann gucken, wer was kaputt gemacht hat oder so. Und halt sowas werde ich euch dann noch in der nächsten Zeit da Videos drüber machen und euch die dann vorstellen. Und da gehören halt solche Sicherheitsplugins dazu oder halt MyWarp, My Home. Oder auch Plugins wie Simple Belief. So. Okay, das hat er jetzt nicht gefunden. Dann machen wir das einmal hier. Belief. Da findet er doch hoffentlich gleich was. Ja. Simple Belief. Das werde ich euch auch noch zeigen. Das ist nämlich zum Beispiel sowas werde ich euch dann auch noch zeigen. Wenn ich dann mal ein gutes Plugin oder so entdecke, werde ich euch auch erklären, wie es funktioniert. Zum Beispiel jetzt ist Bleef, das ist ein sehr lustiges Spiel, aber dazu werde ich euch später nochmal mehr erzählen. Und ja, Guti, was gibt's noch? Ich glaube, das war's dann auch erstmal und ich würde sagen, ihr guckt sonst einfach fleißig weiter unser Let's Play oder sagt mal, was ihr halt noch für Wünsche habt, was ich noch berichten könnte oder ja, was zum Beispiel wollt ihr noch ein anderes Let's Play von einem anderen Spiel sehen oder ja, keine Ahnung, irgendwas einfach. Schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt es unter den Channel oder schreibt mir eine private Nachricht. Ich würde sagen, das war's dann erstmal und ich lade gleich das Video und den Ordner hoch. So, dann bis zum nächsten Mal.